Läuft bei euch das Date immer schief? Lasst uns zusammen rausfinden, was sie falsch macht. Man weiß nie, wo man die Richtige treffen wird. Während des Mittagessens? In einem Café? Klar, warum nicht? Aber wie kann ich mich bemerkbar machen? Verwende diesen Hack. Werft ein Stück Papier. Bist du 5 Jahre alt oder was? Benimm dich wie ein verantwortungsbewusster erwachsener Mann. Also, setz dich an den Tisch. Mach ihr ein paar Komplimente. Und spreche über das Wetter. Okay, dann kann's ja weitergehen. Er hier will nicht nur das Leben mit dir teilen, sondern auch das Dessert. Hey, was soll das? Bestell dir lieber noch ein Dessert. Leckeres Essen, ein schönes Gespräch und vielleicht ist sie ja die Richtige. Oh, hier kommt die Rechnung. Wie viel kostet das? Was? So viel? Warte, wo ist der Herr? Ist der abgehauen? Er findet das Mädchen super. Ich weiß, wie sie mich bemerkt. Ich mache ein Foto von ihr und lege dann die Serviette auf den Bildschirm. Ich skizziere die Form nach. Sogar ein Anfänger und der möchte gern Picasso kriegt sowas hin. Setz dich an den Tisch und gib ihr die Serviette. Wow, das ist ja ein Porträt von mir. Das ist ja toll. In einer Beziehung mit einem Mädchen kann es viele unerwartete Situationen geben. Man kann zum Beispiel Kriminellen über den Weg laufen. Das ist doch eine Aufgabe für einen Mann, oder? Ich glaube an dich. Zeig denen, wer der Boss ist. Ich würde ja gern helfen, aber ich bin spät dran. Ruf mich an, wenn du hier fertig bist. Hey, wo willst du denn hin? Das Mädchen ist ja mutig. Ich werde diesmal nicht abhauen. Oh nein, er filmt den Straßenkampf. Oh je. Ja gut, schau mal, was ich gefilmt habe. Hey, warum hast du mir nicht geholfen? Bist du jetzt beleidigt oder was? Der beste Weg, um bei einem Mädchen den richtigen Eindruck zu hinterlassen, besteht darin, auch in so einer Situation nicht abzuhauen. Du bist mein Held. Jeder Kerl ist aufgeregt, die besten Freundinnen kennenzulernen. Besonders, wenn man einen guten Eindruck hinterlassen will. Dieses blonde Mädchen ist ziemlich süß. Hey, ein Witz kann alles etwas auflockern. Mädchen lieben lustige Jungs. Nein, nein, komm schon. Mach das bloß nicht. Hör auf. Mädchen lieben es lieber, wenn Jungs mit einem Geschenk auftauchen. Blumensträuße für die schönen Damen. Und ein saftiger Burger für dich. Damit hat wohl niemand gerechnet. Oh ja. Nächstes Mal sollte er lieber für jeden einen Blumenstrauß mitbringen. Lektion gelernt. Was ist denn hier auf der Straße passiert? Mit diesem Auto stimmt wohl was nicht. Was sollte man da tun? Hup einfach lauter. Kann sie etwa nichts hören? Ich schreie einfach. Und das Beste fehlt natürlich noch. Ich sag etwas Beleidigendes. Aber wenn ihr ihre Telefonnummer wollt, müsst ihr natürlich helfen. Es dauert auch nur ein paar Minuten. Warte, ich überprüfe, ob er anspringt. Oh, was für ein gemütliches Auto. Kannst du mir meine Jacke geben? Ciao, ciao. Warte, warum sind Jungs so? Hey, brauchst du Hilfe? Vielleicht sollte es jemand anschieben. Ja, gute Idee. Wohin gehst du? Du schiebst das Auto und ich werde fahren. Komm schon, los, mach schon. Na los. Um bei einem Mädchen zu punkten, muss man sich auch wie ein Gentleman verhalten. Versucht das Problem zu lösen. Das Mädchen sollte sich hinter das Lenkrad setzen. Und erst danach könnt ihr denn nach ihrer Telefonnummer fragen. Bei so einem netten Gentleman kann man doch nicht Nein sagen. Oh je, mein Magen knurrt. Sollen wir in die Küche gehen? Ich kann super gut kochen. Los, nimm Platz. Es ist zwar etwas unordentlich, aber was soll's. Ich werde die Muscheln einfach wegwerfen. Und der Teller ist so gut wie neu. Hier kommt das Essen. Rührei. So, bitte. Oh, meine Socke. Die habe ich gesucht. Sorry, aber ich kann das ganz bestimmt nicht essen. Wenn ihr nicht kochen könnt, sollte das der Kerl tun. Die Schürze passt auch super. Hier hast du Eier. Und hier hast du eine Pfanne. Schau nicht auf das Nudelholz. Komm schon. Na los, komm. Mach das aber bloß nicht. Serviert dem Kerl einfach ein Dessert und Tee. Wie wär's mit einem Donut? Ups, ist das ein Squishy? Ha, reingelegt. Natürlich ist das ein Squishy. In dieser Wohnung gibt es kein richtiges Essen. Wenn das Kochen immer noch ein Problem ist, verwendet diesen Lifehack. Bestellt lieber etwas oder geht vorher in ein Café. Ihr müsst es nur noch erwärmen und servieren. Überraschung, hausgemachtes Essen. Wow, das sieht ja lecker aus.
Du kannst echt gut kochen. Naja, er muss es ja nicht wissen. Das Fitnessstudio ist ein großartiger Ort, um jemanden kennenzulernen. Mädchen brauchen hier wahrscheinlich Hilfe und Unterstützung. Oh Gott, was hast du denn vor? Wenn du keine Ahnung davon hast, lass es lieber. Das kommt bei Mädchen garantiert nicht an. Vielleicht habe ich ja auf dem Laufband mehr Glück. Aber was ist das? Sehe ich richtig? Cola? Pommes? Schokolade? Wie bist du denn damit ins Fitnessstudio gekommen? Hey Mann, geh lieber zu McDonald's. Also auf solche Typen kann man locker verzichten. Ich habe ein Date mit einem Trainingsgerät für meinen Rücken. Warum lächelt dieser Typ so viel? Was ist das? Ein Deo? Hände weg von meinen Achseln. Ich habe selber was. Tickst du noch ganz richtig? Um das Herz eines Mädchens im Fitnessstudio zu gewinnen, könnt ihr ihr ja helfen. Zeigt ihr zum Beispiel, wie es mit den Trainingsgeräten funktioniert. Erklärt ihr alles und sie wird euch bewundern. Ja, genau so. Hey, du machst das super. Kann dein persönlicher Trainer deine Nummer haben? Na klar. Das geht jetzt aber zu weit. Männer sollten das lieber lassen. Ihr findet doch auch, dass sowas gar nicht geht, oder? Das ist schon peinlich. Aber die nächste Situation wird jeden nervös machen. War das die Türklingel? Meine Eltern sind hier. Das passt mir jetzt gar nicht. Oh, mach dir keine Sorgen. Hallo Schwiegermutter und Schwiegervater. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin der perfekte Mann für ihre Tochter. Das kommt gar nicht gut an. Versteck dich einfach im Schrank und beweg dich nicht. Hey Mom, hey Dad, warum habt ihr nicht vorher angerufen? Aber natürlich klappt das mit dem Versteck nicht. Früher oder später werden die Eltern eine riesige Motte kennenlernen. Aber versucht gar nicht als Ninja abzuhauen. Vertraut mir. Aber was soll man dann tun? Naja, zieht euch erstmal um. Ihr könnt aus einem Handtuch einen modischen Turban machen und verwendet Joghurt als Gesichtsmaske. Ein Teddybär hilft, das Tattoo zu verstecken. Mom, Dad, das ist mein Freund. Wir relaxen etwas, pflegen unsere Haut und schauen uns einen Film an. Das Übliche halt. Ein Date in einem Kino kann auch super peinlich enden. Er benutzt ihre Kleidung anstelle einer Serviette. Ein kaltes Getränk? Perfekt. Nein, nein, tu das nicht. Das Date endet schnell, bevor es überhaupt begonnen hat. Mädchen lieben witzige Männer. Hey, hast du gehört? Ich sagte witzig. Oh, und jetzt schläft er auch noch? Also das reicht. Das geht gar nicht. Zeigt dem Mädchen, wer der wahre König des Kinos ist. Redet über den Film. Das kommt immer gut an. Und das Date ist gerettet. Seht ihr? Sie ist in seinen Armen. Habt ihr ein Mädchen auf der Straße gesehen, das euch gefällt? Um das Mädchen zu beeindrucken, beginnt er mit einem Witz. Aber geht nicht zu weit, denn dann ändert sich der gute Eindruck schnell. Okay, zweiter Versuch. Er packt sie von hinten. Gib mir deine Nummer. Hey, spinnst du? Hier ist Nummer 3. Entschuldigung, kannst du mir deine Hand geben? Eine höfliche Geste wird das Eis brechen. Ah, er ist da. Rieche ich auch gut? Noch ein wenig Parfüm kann nicht schaden. Schon besser. Ups, ich glaube, ich habe es etwas übertrieben. Hast du Allergien? Asthma? Hey, was ist los? Nein, du riechst nur nach einer ganzen Parfümfabrik. Der Typ ist da, aber ihr seid immer noch nicht angezogen. Kannst du noch kurz warten? Ja, klar, sie wird schon gleich kommen. Naja, in den nächsten Minuten. Es fühlt sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben. Wie lange muss ich denn noch warten? Ich werde schon alt sein, wenn sie fertig ist. Na endlich, bist du fertig? Ja, aber ich fühle mich in diesem Pullover nicht so wohl. Vielleicht kann ich mich doch noch mal kurz umziehen? Ja klar, aber ohne mich. Um euer Date nicht zu vergrauen, solltet ihr euch nicht zu viel Zeit nehmen. Ein paar Parfümsprüher und ihr seid perfekt. Und noch zum Schluss, tragt nicht zu viel durcheinander. Das kommt echt nicht gut an. Also, da sagen wir jetzt mal nichts. Wie fandet ihr unsere misslungenen Dates?
Schreibt uns, was echt gar nicht geht und wo ihr auch weglaufen würdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.